Aufgrund von Corona und dem Bau einer Fischtreppe am Kocher hatten sich die Veranstalter dieses Jahr etwas anderes überlegt. Ich habe vorhin noch mal reingeschaut, also für unsere Pop-Up-Schwimmseite auf Facebook war pünktlich um 10 Uhr, wenn eigentlich immer Startschuss ist, ein kleiner Startbeitrag mit dem Titelbild, der dann dazu Aufrufe hat, jegliche Impressionen aus alle Jahre von Teilnehmern, von Zuschauer und so weiter zu posten. Da sind dann klar von eigenen Teilnehmern, auch von Zuschauer aus verschiedensten Jahren schöne Bilder dazu geladen worden. Also der Beitrag hatte, bevor ich los bin, 61 Kommentare. Nö, das geht halt ganz gut. Dadurch, dass das Wasser ist ja immer kalt, man fühlt sich, wenn man reinfasst und wenn man dann in der Luft ist und sich bewegt. Also das ist ja auch Sinn von so einem Neoprenanzug, dass ja da der Körper das Wasser, was bei manchen Modellen da dazwischen kommt, so ein bisschen aufwärmt und eine Schutzschicht bildet. Ja. Und wenn dann kein kaltes Wasser mehr nachkommt, je nach Anzugtyp, dann ist es eigentlich ganz angenehm. Das ist auch der Punkt, wenn man dann aus dem Wasser rauskommt, wo man dann anfängt teilweise wieder aufzutauen. Klar, im Sommer, da kann man leicht einsatzbereit sein, wenn irgendwas passiert, aber gerade jetzt im Winter sollte das dann eigentlich zeigen, auch vor längerer Zeit noch, weil man früher auch nicht so ausgerüstet war, dass man zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzklar ist, und sollte das der Mitmenschen symbolisieren, dass die sehen, okay, wenn ihnen jetzt hier auch zum Jahreswechsel unter widrigen Bedingungen irgendwas passiert, dass eben, das war vorher so der harte Kern, unsere Einsatztaucher, dass die eben bereit sind, ins Wasser gehen und das nicht nur von hier vom Halplatz bis zur Hendersbrücke aushalten, sondern eben die Strecke von über 2 Kilometer von Steinbach bis hierher. Ja, war super schönes Wetter morgens, alles reifig, alles so weiß, übersät noch. Gerade die Ackeranlage, die Sonnenstrahlen sind so zwischen den Bäumen durchgekommen. Und nach dem Stadtwehrgewehr mussten wir uns dann durchs Eis brechen. Ja, das ist gut. Ha? Oh, ja, oh.